Ich darf den Tagesordnungspunkt 5, Wahl der oder des Beigeordneten für den Geschäftskreis Kultur und Tourismus aufrufen. Und dazu liegen bisher zwei Vorschläge vor, die ich fragen darf, ob sie entsprechend auch dafür dann zur Verfügung stehen und, so wie wir es eingangs gesagt haben, festgelegt haben, sich dann vorstellen würden. Das ist zum einen Frau Klepsch und zum zweiten Frau Dagen. Ich würde sagen, wir sollten die Vorstellung auf 5 Minuten zeitlich begrenzen. Dann haben wir da noch eine ganze Menge mehr, auch heute auf der Tagesordnung. Gibt es weitere Vorschläge? Dann darf ich zunächst bitten, Frau Klepsch, dass Sie zu uns kommen und sich noch mal erstens die Bereitschaft erklären, weiterhin Ihre Kandidatur, und zum Zweiten natürlich sich vorstellen. Fraktionsvorsitzende signalisierte, sie ist in Kürze hier. So, Frau Klepsch, wir dürfen Sie ganz herzlich hier in unserem Kreis begrüßen. Der Stadtrat hat eingangs bei der Tagesordnung entschieden, dass er sich wünscht, die einzelnen Kandidaten für die Beigeordnetenstellen, dass sie sich vorstellen. Es sollte auf eine Zeit von möglichst 5 Minuten begrenzt sein. Und Sie haben das Wort, bitte schön. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte. Ich gebe zu, es ist etwas gewöhnungsbedürftig, nach 3 Monaten Auszeit plötzlich wieder an einem Rednerpult zu stehen und zu Ihnen zu sprechen. Und in den Fraktionen, die mich im vergangenen Sommer eingeladen hatten, habe ich mich bereits vorgestellt. Wir sind ins Gespräch gekommen über Erwartungshaltungen und Visionen für die Landeshauptstadt Dresden im Bereich Kultur und Tourismus. Aber selbstverständlich stelle ich mich auch gern heute noch mal in diesem Rahmen für das Amt der Beigeordneten vor. Zu meiner Person: Ich habe das Abitur in Dresden abgelegt, habe dann die Stadt Dresden allerdings erstmal verlassen in Richtung Leipzig, um in Leipzig und in Wien Theaterwissenschaften, Kulturwissenschaften und Soziologie zu studieren. Mein Ziel war Dramaturgin für das Schauspiel, und ich habe dann auch eine Reihe von Kulturbetrieben in diesem Rahmen kennengelernt. Ich habe dann nach Ende meines Studiums an verschiedenen Stationen in den Bereichen Medienbildung, Jugendhilfe und auch im Sächsischen Landtag gewirkt und habe dann berufsbegleitend noch ein zweites Studium absolviert als Arbeits- und Organisationspsychologin. Und ausgerüstet mit Berufserfahrung außerhalb der Politik und mit auch Rüstzeug im Bereich Kultur durfte ich 2015 das Amt der Beigeordneten für Kultur und Tourismus in der Landeshauptstadt antreten. Und ich habe dieses Amt immer verstanden als
eine Art Prozessmanagement diverser Erwartungshaltungen, eines Managements auch von Ressourcen und von Interessenlagen. Denn natürlich sind uns Rahmenbedingungen gesetzt und es hat mir viel Freude bereitet, diese Prozesse zu moderieren und dabei auch eine ganze Reihe von Dingen weiterzuentwickeln und voranzubringen. Und das war natürlich nicht alleine mein Verdienst, sondern das ging nur mit einer engagierten Mitarbeiterschaft, mit vielen, vielen Führungskräften, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern in der Kulturverwaltung, in den Kulturinstitutionen und auch in den städtischen Beteiligungen, für die ich zuständig war, an ganz unterschiedlichen Stellen, um die Institutionen weiterzuentwickeln, auch durch die Krisen wie Corona beispielsweise zu meistern und dann die Dinge voranzubringen. Und ich glaube, wir können als Landeshauptstadt Dresden stolz sein, was wir als Kulturstadt, als Tourismusdestination zu bieten haben. Wir müssen uns nicht verstecken, aber die Herausforderungen sind auch für die Zukunft vorhanden. Ich will an dieser Stelle gar nicht alles aufzählen, was erreicht wurde, denn es würde zu kurz greifen und es wäre auch eine nicht abgeschlossene Aufzählung, aber die Herausforderungen sind nach wie vor da. Und insofern habe ich mich entschieden im vergangenen Jahr, mich auch wieder erneut um das Amt als Beigeordnete zu bewerben. Und ich sehe, dass wir auch mit dem Bereich Kultur wie mit der touristischen Infrastruktur die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Digitalisierung und auch Diversität voranbringen müssen. Und es ist am Ende ein Gemeinschaftswerk, eine Kollektivveranstaltung, eine Kollektivdiskussion, wo wir auch um die besten Lösungen miteinander ringen müssen. Und ich glaube, es ist uns gelungen, mit der Mehrheit des Stadtrates das in den letzten 7 Jahren zu leisten. Und ich möchte diese Arbeit auch gern mit Ihnen gemeinsam fortsetzen. Kommunikation, Netzwerkarbeit, Dialogfähigkeit sind dabei für mich Parameter, die mein Handeln bestimmen und die ich auch als Maßstab für mich weiter anlegen möchte. Meine Damen und Herren, der Vorschlag der Moderatoren sieht ja darüber hinaus eine Stabsstelle für Wissenschaft und Fachkräfte vor. Ich kann an der Stelle nur sagen, ich finde das einen sehr interessanten Gedanken und er knüpft letztendlich auch an das an, was wir bereits in der Tourismusstrategie, das mein Büro gemeinsam mit der DMG vorgelegt hat, die Sie unlängst beschlossen haben, auch schon artikuliert hat. Wir brauchen eine Internationalisierung unserer Stadt. Es muss gelingen, durch Zuwanderung auch ausländische Fachkräfte hierher zu holen. Und wir müssen darüber sprechen, wie wir diese neue Aufgabe auch miteinander gestalten möchten. Und insofern hoffe ich, freue ich mich auf eine weitere Amtszeit und kann an dieser Stelle nur um Ihr Vertrauen bitten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Klepsch, für Ihre Vorstellung. Und ich darf jetzt Frau Daken bitten, auch sich vorzustellen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, dieser Vorgang, das soll wohl eine Wahl sein. Und zu einer Wahl gehört natürlich eine Auswahl. Also insofern stehe ich hier nicht nur als folkloristisches Element, denn durchaus auch im Sinne einer demokratischen Wahl, obgleich der Begriff der Demokratie hier sehr inflationär in diesem Rat immer wieder aufs Neue benutzt wird und eigentlich oft genug auch ein Begriff fürs Phrasenschwein ist. Dennoch müssen wir gegen Politikverdrossenheit auch im kommunalpolitischen Bereich anarbeiten und dann geht es eben auch vor allen Dingen darum, dass diese Wahl hier, wie gesagt, durch eine Auswahl gekennzeichnet ist. Außerdem bin ich der Meinung, dass dies durchaus auch eine Aufwertung dieses Amtes darstellt. Denn wenn Sie es hier nur mit einer Kandidatin zu tun haben, die seit 7 Jahren dieses Amt innehat, dann hat man vielleicht doch über kurz oder lang den Eindruck, dass sich niemand anderes hier gefunden hat. Ich erinnere mich in einem der letzten Stadtratssitzungen, ich glaube, Herr Lichti ist es gewesen, er hat gesagt, wir können doch heute nicht wählen, wo wir doch gar nicht wissen, wie die Wahl ausgeht. Im Umkehrschluss bedeutet das, wir wählen heute, weil wir wissen, wie die Wahl ausgeht. Meine Kandidatur erfolgt mit Unterstützung meiner Fraktion, Freie Wähler und Freie Bürger, die sich von Anfang an für eine Bestenauslese eingesetzt hat, dies in allen Bereichen für alle Beigeordnete. Und Bestenauslese bedeutet in diesem
Punkte Fachkompetenz. Nun kann ich, Herr Scheubach, noch keinen akademischen Grad vorweisen, aber dennoch darf ich sagen, 1972 in Dresden geboren, nach einem begonnenen und nicht abgeschlossenen Musikstudium bin ich seit 1995 selbstständige Buchhandlerin, seit 2002 Verlegerin, Kulturveranstalterin und auch Touristikerin. Sie haben alle von mir im Vorfeld, ich glaube, das war noch im Sommer letzten Jahres, meine Herzensangelegenheiten in Form eines Alphabets bekommen, dies im Bereich Kultur und Tourismus. Und Sie können sich vielleicht erinnern, dass Kultur für mich eben vor allen Dingen dieser vermittelnde Aspekt ist, dies durchaus in einer uns sich immer wieder aufs Neue darstellenden, gespaltenen und polarisierten Stadtgesellschaft. Ja, das ist vielleicht eine Sache für den Nachruhm. Heute zum Status quo ist so viel zu sagen, ja, 6 Bürgermeister, 4 Bürgermeister sollen gewählt werden, allerdings 7 Geschäftsbereiche, da kann man sich Gedanken darüber machen, aber was für mich das allergrößte Problem ist und für den einen oder anderen eben auch, ist, dass wir hier altes Personal wieder auf den Wahlzetteln finden, und mit alt meine ich nicht nur alt an Jahren, sondern alt gedient oder alt bewährt oder wie auch immer. Und ich darf durchaus meiner Enttäuschung gegenüber dem Oberbürgermeister Luft machen, der nämlich nach dem zweiten Wahlgang, wo er, und das wollen wir mal nicht vergessen, auch mit den Stimmen der Wechselwähler der AfD ins Amt gehievt worden ist, eigentlich für sich propagiert hat, kein Weiter-so, und kein Weiter-so bedeutet zumindest in meinem Verständnis neue Wege. Die Wünsche und Träume, die hat er sich erfüllt. Wir haben also hier doch eine überbordende Machtkumulation beim OB im Geschäftsbereich. Und ich glaube, Herr Mattes hat es gesagt, wir hätten die ganze Geschichte, diesen ganzen Vorgang, der sich heute Wahl nennt, am 11. August eigentlich schon abfeiern können. Und ich möchte sagen, dass die Mediatoren doch vor allen Dingen ihrer eigenen Parteipolitik gefolgt sind. Nichtsdestotrotz, und nochmal um auf Herrn Scheubach und auf das hohe Lied von Frau Klepsch zurückzukommen, steht sie doch, und auch das ist heute hier schon gesagt worden, als Gesicht für die krachende und schnellstmögliche, für das schnellstmögliche Scheitern im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung 2019. Ich möchte noch mal zum Anfang meiner kurzen Bewerbungsrede zurückkommen. Wenn Sie die Wahl heute als Wahl sehen, dann haben Sie, wie gesagt, auch die Auswahl. Nutzen Sie also die Anonymität der Wahlkabine für eine Wahl im Sinne Ihres Gewissens, aber durchaus auch im Sinne einer Verantwortung gegenüber der Landeshauptstadt Dresden, die eine Kulturstadt ist. Vielen Dank. So, damit haben sich beide Kandidatinnen vorgestellt und wir können dann zur Wahl schreiten. Es gilt ganz generell natürlich, wenn es Bewerberinnen oder Bewerber gibt, die aus dem Kreis des Stadtrates kommen, dass sie dann in dem Falle nicht wahlberechtigt sind. Aber jetzt in dem Falle Frau Dagen treffen. Und ich darf bitten, dass zunächst uns die einzelnen Stadträtinnen und Stadträte aufgerufen werden, die ersten dann auch schauen, dass die Wahlurnen entsprechend leer sind, und der Wahlgang ist eröffnet. Frau A. So, meine Damen, meine Herren, ich möchte Ihnen das Ergebnis mitteilen der Wahl zur Beigeordneten für den Geschäftskreis Kultur und Tourismus. Und es sind insgesamt 69 Stimmzettel ausgegeben worden. Das bedeutet, 35 Stimmen sind für eine Wahl im ersten Wahlgang hier notwendig. Es gab insgesamt 17 ungültige Stimmen. Es entfielen auf Frau Dagen 18 und auf Frau Klepsch 34. Damit ist die absolute Mehrheit nicht erreicht. Und wir müssen zu einem zweiten Wahlgang schreiten. Und da ist Frage, ich gehe davon aus, oder frage es nochmal ab, stehen beide Kandidatinnen weiterhin zur Verfügung?
Nein, Frau Dagen nicht. Und Frau Klepsch, haben wir Sie hier im Raum? Ja, also würde jetzt im zweiten Wahlgang dann nur noch Frau Klepsch auf dem Stimmzettel stehen. Wenn im zweiten Wahlgang nur eine Kandidatin oder Kandidat steht, haben Sie die Möglichkeiten, Ja, Nein, Enthaltung da abzustimmen. Und entsprechend haben Sie Stimmzettel, die jetzt vorbereitet da sind. Und ich darf unmittelbar den Wahlgang, den zweiten Wahlgang eröffnen und um Aufrufen der einzelnen Stadträtinnen und Stadträte bitten. Frau Arnert? So, meine Damen, meine Herren, ich darf Ihnen das Ergebnis des zweiten Wahlganges zur Wahl der Beigeordneten für den Geschäftskreis Kultur und Tourismus mitteilen. Es sind insgesamt 68, 90, 70 Stimmen ausgegeben worden und eine Stimme ist ungültig. Eine Person hat sich enthalten. Mit Nein haben 31 gestimmt und mit Ja 37. Und damit darf ich ganz herzlich gratulieren, Frau Klepsch. Sie sind damit gewählt. Und ich darf Sie fragen, ob Sie die Wahl annehmen und will noch mal explizit darauf hinweisen, dass auch dieses bedeutet, so wie es vor uns bei der Hauptsatzung beschlossen worden ist, dass es da Modifikationen, Änderungen, wie vor uns in der Hauptsatzung beschlossen, in dem Geschäftsbereich gibt. Die sind jetzt hier nicht so gravierend, aber nochmal eine kleine Stärkung mit der Zuständigkeit für das Thema Fachkräfte und Wissenschaft. Es kam zwar ganz dünn nur an, insoweit wäre es lieb. Kommen Sie einfach ans Mikrofon. Herr Oberbürgermeister, ich nehme die Wahl an und mir ist bekannt, dass noch Änderungen am Zuschnitt des Geschäftsbereiches vorgenommen werden können und ich bedanke mich für das Vertrauen. Und damit wir der guten Form halber das auch hier festhalten, der Oberbürgermeister erteilt sein Einvernehmen, was er vorher schon signalisiert hat. So, damit haben wir den Tagesordnungspunkt 5 gemacht. Jetzt kommt